Hallo und herzlich willkommen zu unserer How-To-Videoreihe. Mein Name ist Sascha Biller und Sie kennen mich vielleicht aus dem Star Corporation Support Team. Heute wollen wir gemeinsam Signale mit dem Flex Config Analyzer visualisieren. Flex Config Analyzer gibt es kostenlos als Windows-App in Flex Config RBS integriert, wie hier zu sehen, oder auch als kostenlose Android-App im Google Play Store. Wir werden heute gemeinsam ein neues Projekt mit einer Grundkonfiguration erstellen. Dazu unter File und New Project auswählen. Die Windows-App unterstützt alle hier angezeigten Geräte. Die Android-App unterstützt alle Geräte mit einem Wi-Fi-Modul. Aktuell können das nur die Flex-Devices. Wir arbeiten heute mit dem Flex-Device S und dem B0-Image. Anschließend vergeben wir einen passenden Namen und den Speicherpfad und bestätigen mit OK. Kommen wir nun zu den unterstützten Bussystemen. Mit dem Analyzer lassen sich Daten vom CAN-HS-Bus und CAN-FT-Bus sowie FlexRay und mit der neuen Version jetzt auch Ethernet und Elemente aus dem SummerP-Protokoll. Der Linbus wird aktuell nur in der Android-App unterstützt. Wie Sie den Analyzer nutzen, ist abhängig vom Use Case. Möchten Sie das Device als Interface nutzen, um als stiller Teilnehmer auf dem Bus zu lauschen, empfehlen wir Ihnen das Distribution Image. Dazu später mehr. Die zweite Möglichkeit ist, Sie wollen gesendete bzw. empfangene Daten eines Gateways oder einer RISP-Simulation visualisieren. Das Gerät ist also ein aktiver Teilnehmer am Bus. In beiden Use Cases müssen Sie einen Connector konfigurieren, an dem Sie Daten empfangen bzw. senden. Dazu auf das Plus-Symbol und einen Connector hinzufügen. Diesem Connector eine Datenbank zuweisen. Diesen Schritt haben Sie bei einer RESPO-Simulation bzw. Gateway schon gemacht. In den Base-Settings ist es zwingend erforderlich, die Checkbox Enable Analyzing zu aktivieren. Ansonsten haben Sie im Flex Config Analyzer keinen Zugriff auf diesen Bus. Die Grundkonfiguration ist damit abgeschlossen. Da ich Ihnen heute den Use Case anhand einer RESPO-Simulation zeige, habe ich meinen CAN 1 um diese RBS erweitert. Am CAN 1 habe ich somit die Grundkonfiguration und die RESPO-Simulation konfiguriert. Anschließend überprüfen wir, ob unser Gerät alle Voraussetzungen erfüllt. Dazu gehen wir in den Device Manager und suchen das per Ethernet-Kabel angeschlossene Gerät. Sobald das Gerät angeklickt ist, sehen wir den Information-Reiter. Hier werden alle Informationen über das Gerät angezeigt. Für das Analyzing-Feature benötigen wir die Runtime License Analyzing. Diese ist auf dem Gerät vorhanden, da der Wert auf True gesetzt ist. Je nachdem, welchen Use Case wir mit dem Gerät umsetzen wollen, werden eventuell weitere Lizenzen benötigt. Im Fall der RESP-Simulation die Runtime License Flex Config RBS. Ein Kompilieren und Flashen ist nur für den Use Case RESP-Simulation und Gateway notwendig. Wollen wir das Gerät als Interface nutzen? Wählen wir Flash S19-File aus und flashen das Distribution-Image. Nach dem erfolgreichen Flashen können wir unsere Signale visualisieren. Dazu öffnen wir unter Edit den Flex Config Analyzer. Hier haben wir nun unsere leere Analyzer-Oberfläche, die wir nun konfigurieren möchten. Auf der rechten Seite der Analyzer-Oberfläche stehen uns die Widgets zur Verfügung. Die ausgegrauten Elemente stehen uns aktuell nur in der Flex Config Analyzer Android App zur Verfügung. Per Drag and Drop können wir die Widgets auf unsere Oberfläche ziehen. Wir wollen heute die Motorwärme über ein Balkendiagramm, die Motorumdrehung über ein Liniendiagramm und die Geschwindigkeit über einen Tacho visualisieren. Den Widgets müssen wir nun Signale zuweisen. Dazu öffnen wir auf der linken Seite der Analyzer-Oberfläche den Signalreiter. Hier werden uns alle Signale angezeigt, die in der Datenbank vorhanden sind. Per Drag and Drop nehmen wir uns diese Signale und ziehen sie auf das Widget. Der Wertebereich passt sich automatisch dem Signal an. Über einen Doppelklick
Auf das Widget kann man dies konfigurieren. Das habe ich im Vorfeld schon mal gemacht. Die Windows Analyzer Konfiguration ist abgeschlossen und kann über diesen Start-Button ohne erneutes Kompilieren gestartet werden. Uns werden die Daten direkt visualisiert. Diese Konfiguration können wir nun auch in der Android-App erweitern. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Dazu müssen wir den Analyzer stoppen, da das Flex-Device nur eine Analyzer-Schnittstelle bietet. Wir schließen die Oberfläche und müssen das Projekt speichern, damit die Widgets und Signalzuweisung abgespeichert wird. Um die Konfiguration in der Android-App zu öffnen, müssen wir das Projekt als gesamten Ordner in das Project-Verzeichnis der Android-App kopieren. Dazu verbinden wir uns mit dem Tablet und kopieren das Projekt in den vorher erwähnten Pfad. Wir befinden uns nun auf dem Tablet. Als ersten Schritt müssen wir uns über WLAN mit dem Flex-Device verbinden. Die SSID ist standardmäßig der Produktname und die letzten 5 Ziffern der Seriennummer. Das Passwort ist die komplette Seriennummer. Diese Angaben finden Sie auf dem Label auf der Rückseite Ihres Geräts. Sobald wir mit dem Gerät verbunden sind, starten wir die App. Ich habe das zuvor in der Windows-App erstellte Projekt geladen. Mittig vom oberen Rand wird uns angezeigt, mit welchem Gerät wir verbunden sind. Über den daneben befindlichen Startknopf können wir den Analyzer starten. Die Daten werden uns auch hier direkt visualisiert. Über das unten rechts befindliche Plus-Symbol können wir die Oberfläche auch zur Laufzeit erweitern. Nun stehen uns auch die zuvor ausgegrauten Widgets zur Verfügung. Wir erweitern die Oberfläche um ein Balkendiagramm mit einem Alarm. Bei einem Wert von 90 wird ein Screenshot gemacht. Den Alarm können Sie in der Widget-Konfiguration frei konfigurieren. Diese erweiterte Konfiguration können wir nun wieder im Windows Analyzer öffnen. Dazu stoppen wir den Analyzer und speichern das Projekt. Wir kopieren das Projekt aus dem Project-Verzeichnis der Android-App auf unserem PC und öffnen anschließend das Projekt. Nun öffnen wir über den gewohnten Weg den Analyzer. Wie wir sehen können, wurden die Änderungen übernommen und wir können den Analyzer wieder starten. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Das Distribution Image ist Teil des Treiberpakets des jeweiligen Produkts und kann hier heruntergeladen werden. Das Beispielprojekt haben wir Ihnen ebenfalls im Academy-Bereich hochgeladen. Falls Sie irgendwelche Anregungen oder Ideen für bestimmte Videos haben, dann kontaktieren Sie uns doch gerne. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.